Moin Leute, willkommen Bruderland. Yugreen hat mir mal wieder was zugeschickt und zwar ist es eine Docking Station, eine 9:1 Docking Station. Und die werden wir heute mal auspacken und dann gucken wir uns mal an den Lieferumfang an und was die hier so kann. Und dann werde ich die nach nebenan ins Büro verfrachten und dort mal an Monitoren anschließen, weil das Ding hat nämlich wohl auch die Möglichkeit, mehrere Bildschirme anzuschließen. Zum Kostenfaktor nur so viel, das Ding kostet offiziell 200 Euro, aktuell gibt es aber bei Amazon wieder eine Gutscheinaktion, da kann man 40 Euro sparen, also rund 160 Euro. Nicht unbedingt die günstigste Dockingstation, es gibt aber auch teurere. Was bekommen wir denn für unser Geld? Wir haben hier zweimal USB-A, einmal USB-C, HDMI, DisplayPort, einen LAN-Anschluss haben wir ebenfalls und Power Delivery bis 100 Watt. Ja, hört sich doch erstmal ganz interessant an. So, und das Ganze ist von Yugreen aus Shenzhen. Und hier haben wir noch mal ein paar Specs, wie wir sie haben, aber ich packe einfach mal aus. Das ist das Model CM615. So, wir haben hier einmal eine Docking Station. Dann haben wir hier noch ein USB-C auf USB-C-Kabel. Dann haben wir hier noch User Instructions für die Docking Station und das war's. Also ein Netzteil haben wir hier nicht, aber wenn ihr, wie gesagt, ein Power Delivery Netzteil mit 100 Watt habt, könnt ihr das entsprechend anschließen. So, das ist die Docking Station. Hier haben wir oben noch einen Yugreen Schriftzug drauf. Dann haben wir hier USB-A, USB-A, USB-C. Hier ist noch ein Anschalter. Das ist wahrscheinlich die Vorderseite, würde ich mal sagen. Unten haben wir noch so ein paar Silikonfüßchen als Anti-Rutschschutz. Und an der Seite haben wir die Belüftungsschlitze für die Kühlung. Und hier ebenfalls. Und auf der Rückseite haben wir hier einen LAN-Anschluss, HDMI-Displayport, HDMI-Displayport. Das ist noch der Power Delivery-Anschluss. Und hier sieht es wohl auch, als würde man per USB-C einen Monitor anschließen können. Insgesamt alles recht kompakt, alles rund. Nur damit ihr mal einen Größenvergleich habt, das hier ist meine Anker Powerbank 737. Also das Ding ist schon relativ kompakt, diese Docking Station. Jetzt schließen wir die mal nebenan an und schauen wir, ob das Ding auch was taugt. Hier sind wir jetzt. Da ist die Docking Station, da sind die beiden Monitore, da ist mein Notebook. Und das funktioniert alles ganz smooth. Hier haben wir die Stromversorgung, mit der auch das Notebook aufgeladen wird. Das ist das Verbindungskabel zum Notebook. Und hier haben wir ein DisplayPort-Kabel und ein HDMI-Kabel. Und das funktioniert alles ganz geschmeidig, so wie es sein sollte. Wenn ich das Kabel rausziehe, ziehe ich es raus. Und wenn ich es wieder reinstecke, da ist es auch schon wieder. Und damit bin ich eigentlich auch erstmal fertig. Das war's zum Yugreen 9:1 Dock. Und funktioniert erstmal sehr geschmeidig und werde ich nebenan nochmal in meinem richtigen Büro aufbauen. Bis dann. Tschüss, tschüss.